Halloi, hallo, hallöle. Willkommen zurück zu Pokémon Unite. Heute an Tag 10 der 14 Tage Willkommensgeschenke. Wir sind langsam am Ende. Es gibt eine Hose. Und warum zeigt er mir das eigentlich immer noch an? Events. Daily Mission, Claim. Ich habe mich eingeloggt. Danke dafür. Hier, da zeigt er mir nur, dass ich eine Hose habe. Oder Socken. Oder was weiß ich. Ich will das gar nicht sehen. Unite Battle. Start. Ich fange jetzt einfach an. Ich mache jetzt ein Matchmaking. Ja, ein Matchmaking, das heißt, ich mache Match. Ey! Danke. Es geht los. In der Buchse. Irgendwie reimt sich das nicht. Ich sollte ein anderes Wort für los, für Buchse nehmen. Oder für los. Was sich auf das jeweils andere Wort reimt. Volles Programm hier. Wir haben ein Holoware drinne, das ist Kigalo da oben im Piratenkostüm von Ruby. Sonst alles schön Standard, so wie sie es gehört. Dann ist noch ein spezieller Holoware, das heißt selbst Hoplo sieht schon besonders aus. So, habe ich kaputt gemacht. So, wir fangen jetzt einfach mit dem ganz einfachen Salat hier an. Jawohl. Lass mal alle Punkte machen hier. Dann weiter vorkämpfen. Oh, ich glaube, Pikachu ist gestorben. Yay! Riesen Krach machen wegen einem Punkt. Aber glaub mir, auch ein Punkt kann viel bewirken. Soll ich mal weitergehen? Gleich ein Pokémon.
Ja, easy. Sorry. Hallo? Ach, man kann sich denn zur Basis teleportieren. Naja, das dauert aber auch viel zu lange dann. Ja gut, Invincible. Also, ich muss mit diesem Menü ja klarkommen, also auch mit dem Sprechmenü. Ich sammle kurz mal ein paar Eonze ein. Gut. Wir are in the lead. Noch sind wir in der Führung, liebe Leutchens. Du musst mich nicht angreifen, Phlegmon. Lamus. Wir gehören zusammen. Wir haben hier ein Rotom. So, einmal Jumping. Sollte vielleicht ein bisschen nach unten auch noch gehen.
Wir sind immer noch in hoher Führung. Sorry. Muss sein. Ende. 639 zu 218. Wir haben gewonnen. So muss es. Boah. Ist nicht die meisten Punkte gemacht, aber viele. Und Bums, Beginnerklasse 2. Yay. Das könnten wir ja auch noch hinbekommen. Ja, das kriegen wir auch noch hin, alles. Battle Pass. Alles claim. Weiß ich, drücke mal doppelt, aber was soll ich machen? Okay. Dann machen wir aber weiter. Next. 3. Okay. Geschafft. Zweites. Matchmaking. So, dann waren wir schnell fertig. Es dauert immer so lang, bis losgeht. Einer sagt, er geht nach oben mit Ogel und in der Mitte bleibt Lucario. Wird auch schön nochmal angezeigt mit den Icons, falls man es verpasst hat, die Nachricht. Oh, nochmal. Und nochmal. Okay. Es wiederholt sich halt immer, ne?
sind denn hier alle oben? Please! Nichts sagen, aber irgendwas ist da oben verloren. Und zwar Urgel. Urgel bewegt sich nämlich nicht mehr. Okay, ich glaube, es bringt nichts, da oben weiterzumachen. Ich gehe jetzt einmal nach unten. Eigentlich hätte Urgel, glaube ich, auch einfach nur ansagen, komm, ich bleib oben einfach stehen und mache nix. Ja, das Ziel ist jetzt natürlich zerstört, aber das war irgendwo klar. Weil ja keiner was macht. Ich will auch mal Punkte machen hier. Danke. Hä? Er war verschwunden. Guck mal, Ogel ist auch wieder am Leben. Es macht mal wieder was. Komm schon wieder zu nix. Wird überall angegriffen. Also ich würde ja jetzt sagen, das kann man wieder vergessen. Weil...
Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht's jetzt gerade richtig rund. Ich hab zwar nur einen Score, aber ey. Er tot. Das war gerade ein bisschen viel auf einmal. Ach, jetzt sind wir wieder in Führung. Aber wahrscheinlich nur ganz knapp. Wir haben es, glaube ich, ein bisschen rumgerissen. Ja, weil wir schon ein bisschen unten auch weitergekommen sind. Und mittlerweile auch oben. Und die Gegner unten nicht weitergekommen sind. Gut. Ich glaube, wir haben wieder was weggemacht. Also wir kommen ja tatsächlich weiter. Das ist natürlich schon gut. Wahrscheinlich sollte man ein bisschen den, ja, direkteren Weg gehen. Also man geht einfach durch die Mitte. Das war ein bisschen langsamer zwar. Aber sieht er gut aus. Gerade so ein bisschen in Gemetzel hier am Ring. Aber ich glaube, das war's. Wir haben nur noch gewonnen. Time's up. 229 zu 200, nochmal 829 zu 264. So. War die zweite Zahl jetzt richtig? 264? Ich weiß es nicht mehr. Ja, 264 war richtig. So. Also da sehen wir es auch nochmal. Ja. MVP eindeutig Lucario bei uns. Zweitmeisten Punkte danach. Ja gut, kam dann von mir. Oh, ein 74er Score geht ja. Damit kann ich leben. Wir haben doch mal zwei Matches gewonnen an einem Tag. Das ist auch mal was. Wir haben jetzt endlich mal das Trainerlevel erreicht. Das 9. Ich dachte schon, das schaffen wir hier nicht. Aber es geht auch mit den Ranked Matches. So. Das sieht gut aus. Im Trainer Battle Pass, im Battle Pass. Erstmal wieder alles claim. So.
der Challenge, da haben wir hier was erreicht. So, das haben wir auch durch. Ja, gut, hier fehlt halt noch ein bisschen was. Block One Goal. Na, immerhin, ne? Reach Great Rank. Ja, das dauert noch ein bisschen. Aber grundsätzlich können wir das hier noch schaffen. Und unter X. Ja. Ne? Dann natürlich unter R. Das Claim. Dass wir das nicht vergessen. Held items. Ah ja. Hey, I see that you can now upgrade held items. You can power up the effect of your held items by upgrading them. Held items effects grow explicitly more potent when a held item is upgraded to grade 10 and then again when it's upgraded to grade 20. However, you will need some item enhancers to upgrade your health items. You can get them as reward or from Aeos Emporium. Ja, das heißt, man kann das Ding dann upgraden. Quasi so. Irgendwie bis 10 wenigstens. Fünf, sechs, komm. Schneller, 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 schneller. Es kostet natürlich, je mehr man dann macht, mehr, das ist klar. Aber man kann ja erstmal alles auf Level 10 bringen. Wie sind denn das? Ah, noch drei Items quasi. Schaffe ich das letzte eigentlich noch? Das wäre der EP-Teiler. Aber ich glaube, da wird's hängen. Naja, ich habe keine 12 mehr. Aber hey, guck. Was hier nur alles später bekommen. Sieht das schon mal gut aus. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass ich das so habe bei Glurak. Erstmal. Gut, das war's erstmal für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ihr könnt natürlich gerne den Abonnal abonnieren. Den Kanal abonnieren, um kein Video zu verpassen. Oder gegebenenfalls auch auf die Glocke klicken. Ihr wisst. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.